Viele kennen das Problem wahrscheinlich. Man steht auf, ist wahrscheinlich noch etwas müde. Und das Erste, was man sich denkt, ist, ich hab keinen Bock. Ja, danke. Ich hab keinen Bock auf meine Arbeit, auf meine Schule. Ich möchte Ferien oder Urlaub. Nun haben wir uns gedacht, gibt es nicht irgendeinen Weg, bei dem man seicht die Laune desjenigen verbessern kann? Ja, genau. Und aus diesem Grundproblem ist quasi das Gute-Laune-Fenster entstanden, wo man jetzt sehen kann, dass dort auf jeden Fall ganz wichtig Katzen-Content angezeigt wird. Kann man das mal einblenden? Genau, richtig. Katzen-Videos. Also, wer davon nicht gute Laune bekommt, weiß ich nicht. Dann noch entsprechend das Wetter, wenn man da jetzt nicht so gute Laune von bekommt, wie hier jetzt leichter Regen, 9 Grad, dann kommt dort noch irgendwie ein aufmunternder Spruch. Ja, bei diesem Wetter wachsen sogar die Blumen. Und halt noch Datum, Uhrzeit und Twitter-Feeds, wenn man das entsprechend haben möchte. Da haben wir jetzt das von Jugendhakt gerade quasi durchlaufen. Genau, zur technischen Umsetzung wirst du jetzt ein bisschen was erzählen. Genau, wir stellen jetzt erst das ganze Projekt so vor, dass man das quasi in so eine Art Fensterscheibe implementiert, deswegen auch Fenster, das war die ursprüngliche Idee dahinter. Das ist relativ teuer, soweit ich weiß, und deswegen haben wir es nicht gemacht. Die nächste Idee war, dass man das in so eine Art einseitige Spiegelwand macht, dass man dann quasi diesen weißen Teil hier dann, diesen hier quasi durch die Spiegelwand durchsehen kann, aber den schwarzen Teil nicht. Das haben wir leider auch nicht umgesetzt, das muss jetzt einfach mal von der Vorstellungskraft jetzt hier so vorgenommen werden. Und ja, das hat auch schon ein Niederländer gemacht und das heißt ein Mirror Pie, wenn man jemand Interesse dran hat. Und wir haben das Ganze jetzt mit Hilfe von HTML und CSS quasi dargestellt. Im Backend verwenden wir PHP und verwenden außerdem noch JavaScript mit dem Framework jQuery, um zum Beispiel den Twitter-Stream, der eben leider nicht live war, hier automatisch aktualisieren zu können. Und ja. Genau, zum Ausblick. Also, was kann man da noch weitermachen? Natürlich kann man das vielleicht so einrichten, dass man das irgendwann individuell einstellen kann. Also, welchen Twitter-Feed man dann sehen will oder noch mehr Katzenvideos oder Memes oder was man dann da halt sehen will, haben wir jetzt aber halt noch nicht geschafft, weil wenig Zeit. Dankeschön.